Hallo, hier ist der Gusor wieder. Ja, meine Kaserne ist ja bald fertig. Da habe ich wieder mehr Truppen, die ich halt zeitgleich ausbilden kann. Das ist relativ cool. Und mein Labor kann bald wieder was anderes upgraden, auch nur noch 5,5 Stunden. Das läuft dann auch ziemlich geil. Da gucken wir mal kurz rein, was ich da eventuell noch machen würde oder ob ich gleich. Ah, ich könnte den Babydrache halt erstmal upgraden und dann später das Labor hochmachen. Ja, ich weiß es noch nicht. Muss ich dann sehen. Ich würde fast sagen, ich spare das komplett, weil ich halt die Armeelager machen will. Ah, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Ah, auch ziemlich cool. Hier rein. Aber ich habe keine Goblins. Muss man jetzt auch sagen. Ich habe keine Goblins. Dann hätte man nämlich sonst reingehen können. Oh, aber also mit der Nase wird es immer schlimmer. Ich glaube wirklich, viel mehr kann ich heute leider nicht aufnehmen, weil das hört sich ja grausam an. Auch nicht verkehrt, aber sehr gut verteilt hatte er das da. Hier das bisschen hier sozusagen zumindest wegsnacken. Ah, da sieht man wieder die Bohrer, dass die halt nicht so viel bringen, wenn die halt noch nicht so geupgradet sind, klar. Ah, Inferno sind beide nicht im Bau, die sind beide funktionsfähig. Das möchte ich probieren. Und zwar von unten hier rein. Ja. Und ich würde gerne, 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 würde ich das Dunkle bekommen. Das ist jetzt für mich auch einfach eine Challenge, dass ich es halt wirklich, ob ich es hinkriege, hoffe ich einfach mal. So, wieder nur 4 Stück gedroppt. Ah, Mauerbrecher, dahin, weißt du. So, jetzt gucken wir mal. King auch gedroppt. Dann kümmert er sich nämlich ein bisschen um den anderen King auch noch. Oh, jetzt kriegt die Queen hier ganz schön rasiert hier. King noch schnell ragen. Ja, dann beschäftigt der sich nämlich nicht mit den Lagern, also beziehungsweise die Queen nicht so lange mit den Lagern. Genau. Rein. Ich habe, wie gesagt, zwei Heiler habe ich ja noch in der Hinterhand. Noch passt das. Nur der X-Bow und der Minenwerfer, das ist gar kein Ding. Das passt. Es kann aber ganz schnell umschlagen, weil hier ist auch die Queen, müssen wir definitiv im Fokus behalten. Ja, läuft. Und jetzt kann die Queen kommen. Genau, das ist okay. Die 28er wird auch richtig reinballern, klar. Ja, genau. Da ist schon. Ja, genau. Das wollte ich erreichen. Ach komm, wir probieren. Ja, schade, geht down. Okay. Schade, ärgerlich. Jetzt hat Eagle Artillerie sogar noch losgestartet. Aber das war das, was ich erreichen wollte. Ich habe hier meine knapp 3K. Easy going. Das wollte ich haben. Schade, wie gesagt, hätte ich eben eventuell noch früher dann auch abbrechen müssen. Aber war okay. Passt. Also sieht man es, ich möchte es gerne noch mal kurz wiederholen. Und dann halt wirklich jetzt noch eine kurze Erklärung. Also wie gesagt, mit den 4 Heilern, klar, weil halt wirklich der Heil, ja, Fluss, sage ich mal, also die Intensität des Heilens wird halt wirklich schon runtergesetzt, extrem runtergesetzt bei 5 Heilern. Deswegen wirklich jetzt nur 4. Jetzt muss hier ein Rage rein. Habe ich sogar relativ spät gesetzt, muss ich sagen. Der ist aber auch gut gedroppt gewesen. Also ich hätte natürlich noch weiter reingehen können. Dann wäre die Queen dauerhaft im Rage drinne gewesen. Wäre noch besser gewesen. Und der King auch. Also ich hätte ein bisschen weiter nach vorne machen können. Aber jetzt sind die Heiler wenigstens schön immer noch im Rage drin. Und darum geht's mir ja. Passt.
Hier gar kein Thema. Wie gesagt, nur der eine X-Bow und der eine Minenwerfer. Total easy. Gar kein Thema. Keinerlei Gefahr. Hier habe ich gesehen, okay, Queen hat schon das Fragezeichen überm Kopf. Also, die wird bald loslegen. Richtig gekommen. Jetzt ist die Queen dabei und jetzt muss ich gucken. Schafft es, zack, Ability gezündet, fertig. Jetzt habe ich hier schon die ersten, ja, Schäden vom Inferno gesehen und dachte, okay, bin ich schon fast in der Range drinne, klar. Und da hätte ich schon aufgeben können. Aber gut, so ist es halt, passt. Und dann natürlich Eagle-Artillerie. Und wie gesagt, hier mit knapp 3000 Dunklem war vollkommen in Ordnung. Hätte ich aber wiederum nur die beiden Lager bekommen, einmal Gold, einmal Elix, wäre es natürlich voll für den Hintern gewesen. Aber so bin ich voll zufrieden mit. Passt das. Ja, wie gesagt, Ziel auf jeden Fall weiterhin schön Armeelager hoch. Ich weiß jetzt gar nicht, was will ich mit dem Gold machen. Ah, mit dem Gold wäre natürlich ziemlich geil, aber 8 Mille ist natürlich auch ein bisschen was. Aber Expo auf 4 wäre schon geil. Oder ich knicke ein. Was heißt einknicken? Ist ja Blödsinn. Dass ich mir für 5 den ersten Inferno gönne. Das werde ich wohl machen. Ja. Kriege ich das noch hin? Hey, da läuft. Kommt, seid da direkt dabei. Seid da direkt dabei. Ist doch wie bei so einem Chest-Opening. Ist doch immer cool, wenn man sieht, ey, hier passiert wieder was. Ja, komm, gönnen wir uns. Und hier eben auch, ganz, ganz wichtig, nicht dahingestellt oder dahingestellt, sondern wirklich noch an der Base dran. Das heißt also, es kann noch verteidigt werden und die gegnerischen Truppen, die auf die Def gehen, können sich trotzdem damit noch beschäftigen und werden einfach nochmal ein bisschen ausgebremst. Das ist einfach wirklich, ja, wie eine Art Mauer. Eine kleine Mauer, logisch, aber es ist ein verzögerndes Moment auf jeden Fall. Von daher einwandfrei. Jetzt natürlich den Vorteil auf jeden Fall. Ich habe meine 5 Mille weg. Die sind mir jetzt scheißegal. Ich werde wegen den 5 Mille definitiv nicht mehr angegriffen. Hab natürlich jetzt das Problem, dass ich immer noch relativ viel Dunkles habe. Und das würde ich halt, ja, mal gucken. Also eigentlich so ein bisschen gerne wieder in die Queen. Weil King geht auch. Gucken wir mal. Das schauen wir mal. Aber wie gesagt, dann ist wenigstens der Inferno. Es ist wieder ein bisschen was weiter geschehen, sage ich mal. Und so muss es sein. Jetzt gucken wir mal. Wenn der fertig wird bald, dann könnte ich eigentlich auch... Der... Kommt, Leute. Kommt, Leute. Ja, scheiße. Zu wenig. Hier, komm. Gleich weg damit. Komm. Der eine Tag, den gönnen wir uns. Dann sind die Bauarbeiter schön am Schlafen oder am Arbeiten und dann passt das. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wie gesagt, das wird erstmal das letzte Video sein. Dann werde ich höchstwahrscheinlich Montag wieder hochladen, weil mit der Nase ist echt nicht schön, ey. Sorry dafür, aber wie gesagt, bringt, glaube ich, nicht wirklich viel. Haut mal rein. Ich wünsche euch was.